Hallo Grillfreunde! Ich dachte, ich mache heute mal wieder was Vegetarisches. Ich denke, Vegetarier können auch Fisch essen, von daher sollte das soweit passen. Und zwar habe ich hier Paprikaschoten in verschiedensten Farben. Und hier, das werdet ihr jetzt nicht sehen, ich hole mal hier sowas raus, habe ich Kabeljaufilets. Damit werde ich die Paprikaschoten füllen. Was ich alles dafür brauche, wie immer hier unten, ich hole euch ran, zeige ich euch. Das Wetter ist kalt, die Sonne scheint, ihr seht das hier. Ich hoffe, das blendet nicht zu sehr. Ich habe also hier die Kabeljaufilets, da habe ich hier 5 Stück, das sind ca. 600 Gramm. Dann habe ich Paprika, ob ich die alle brauche, werde ich sehen. Dann passierte Tomaten, Oliven, stückige Tomaten, wenn ich sie noch brauche. Dann habe ich hier einen speziellen Pfeffer vom Achterhof, das ist der Telecherry-Pfeffer. Ich denke, der passt ganz gut, weil der hat ein bisschen Frucht mit dabei. Dann habe ich hier noch ein paar Cherry-Tomaten, Feta-Käse, hier entsprechend Bacon, Tomatenmark. Für Fisch ein bisschen Dill, denke ich, passt ganz gut. Ein bisschen Zucker zum Karamellisieren von den Tomaten und hier ein bisschen Öl, um das Ganze anzubraten. Kräuter könnt ihr da reinmachen, was ihr wollt. Ich habe mich halt für den Dill entschieden und ich werde noch ein bisschen Zitronenthymian reinmachen. Den habe ich selber noch hier rumstehen, der hat der Frost noch ganz gut verkraftet. Ich schnippel das jetzt alles klein und dann geht's los. Bacon habe ich jetzt knusprig angebraten, der kommt raus, wird zur Seite gestellt, dafür kommt dann der Kabeljau rein und wer das Baconfett halt wegschüttet, ja, der ist halt selber schuld. Mit Salz und Pfeffer natürlich würzen. Sieht man überhaupt was? So, auch der Kabeljau ist jetzt hier soweit durch. Der braucht ja nicht lange, das hat jetzt vielleicht 5 Minuten gedauert. Der kommt auch mit raus und gleich mit so einem Bacon dazu. Hier ist also unsere Mischung, da ist noch ein bisschen Saft drin, so soll das auch sein. Und wie immer in meinen Videos habe ich natürlich was vergessen, hier 2 so eine Scheiben Vollkorntoast. Schneidet man in kleine Würfel. Dann kommt das Vollkorntoast mir mit rein. Ich mache hier ca. einen halben Teelöffel von meinem Dill rein, wenn der rauskommt. Bei Dill müsst ihr aufpassen, nicht dass das zu dill-lastig wird. Ich probiere das auf jeden Fall mal aus. Dann habe ich hier den Zitronen-Thymian. Mal gucken, wie viel ich da rauskriege. So berauschen ist der dann doch nicht mehr, aber es sind noch ein paar verwertbare Blätter dran. Warum soll ich die dann halt nicht nehmen? Dann habe ich hier noch die Oliven. Die werden auch klein geschnitten. Kommt da auch noch mit dran. Das Glas wird wohl drauf gehen für die Füllung. So sieht das aus. Alles schön miteinander vermengen. Das ist dann also schon mal die Füllung für die Paprikaschoten. Und die, ja, muss ich dann auch noch vorbereiten. Gefüllt sind sie. Das sind also 4 Paprikaschoten. Und jetzt kommt hier noch schön so eine Schicht von dem Feta-Käse drauf. Mache ich alle fertig. Der Grill heizt jetzt vor. Ich will 160 Grad haben. Während er das macht, schneide ich mir hier die Cherry-Tomaten in Hälften. Und dann werden die mit angebrutzelt. Die Pfanne wird so langsam heiß. Dann kommen die halben Cherry-Tomaten da rein. Wir wollen ja ein bisschen eine Soße zu dem Paprika haben, deswegen werden wir ein bisschen mit angebraten. Das Ganze dauert nur ein paar Minuten und dann kommen 2 gute Esslöffel Zucker dazu. Der soll halt ein bisschen mit karamellisieren. Wenn das Ganze so schön köchelt, der Zucker sich aufgelöst hat, dann wird es Zeit für den Tomatenmark.
Also vier Esslöffel werdet ihr brauchen. Sieht man noch was? Es dampft ganz schön. Es ist halt kalt draußen, ne? Das ist der Nachteil. Ich habe jetzt hier die passierten Tomaten. Die kommen jetzt hier mit rein. Und weil die Familie halt viel Soße mag, mache ich dann doch noch die Dose mit den stückigen Tomaten dazu. Ich denke, dann sollte es von der Menge her ausreichen. Es soll ein Bulgur dazu geben. Das wird bestimmt spitze. Das lassen wir jetzt aufkochen und einfach nur mit Pfeffer und Salz halt ein bisschen abschmecken. Der Grill steht bei 160 Grad. Hier sind meine mit Fisch gefüllten Paprikaschoten. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sind da noch ein paar mehr dazu gekommen. Und zwar hatte ich noch ein paar Wiesmuscheln im Keller. Dachte ich mir, warum soll das nicht mit denen auch funktionieren? Ich hatte ja so viel Paprikaschoten übrig, die liegen sonst bloß immer rum. Ich habe die anderen halt mit den Wiesmuscheln gefüllt. Die gehen jetzt auf den Grill für ca. 25 Minuten. Die Soße ist hier hinten in der Pfanne schon fertig. Habe ich auch schon abgeschmeckt. Schön tomatig mit Salz und Pfeffer. Mehr braucht es eigentlich nicht. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen Basilikum dran machen. Aber ansonsten sollte es soweit passen. Aufgeräumt habe ich schon ein bisschen. Jetzt warte ich nur noch auf den Gast, der kommt. Weil alleine schaffen wir das alles nicht. Dann geht es auf den Grill. Der Bulgur, der wird auch gleich zubereitet. Ich zeige es euch, ja, wenn es halt draufsteht, ne? Die Paprikaschoten sind jetzt fertig, ich nehme die jetzt runter und zum Probieren sehen wir uns drinnen. Eieiei, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, ich habe es schon aufgefuttert. Das war lecker. Die Schoten mit den Muscheln, die waren sogar noch einen Ticken besser, also das hat der ganzen Familie besser geschmeckt. Gut, der Jüngste sagt, man kann alles beides machen. Ihr seht auf jeden Fall noch ein paar Bilder dazu. Das ist ja meine Alternative zu den herkömmlichen gefüllten Paprikaschoten mit Hackfleisch. Das ja, gibt es eigentlich immer, aber mit Fisch gefüllt, coole Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lecker ist. Der Bulgur dazu und die Tomatensauce dazu, super Sache, super Kombination. Vielleicht noch ein bisschen Basilikum dran. Wie gesagt, die mit den Muscheln war vom Geschmack her für mich viel intensiver, schöner. Ja, ich kann euch nur empfehlen, das mal nachzumachen. In diesem Sinne, Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal.